Wir setzen in der Tagesordnung fort mit dem Tagesordnungspunkt 17. Hier geht es um das Förderzentrum Albert Schweitzer. Da liegen wir zwei Ergänzungsanträge vor, die ich bitte einzubringen, einmal von den Freien Wählern und zum Zweiten als Tischvorlage einen Ergänzungsantrag der CDU und SPD. Und in dieser Reihenfolge können Sie es einbringen. Erstens Herr Nitsche und vermutlich dann, Herr Schmidt, dann das Zweite. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, jeder, der das Bestandsgebäude der Förderschule Albert Schweitzer kennt, weiß, dass der eine Gebäudeteil im unwürdigen Zustand ist. Insoweit ist es ganz sinnvoll, dass er abgerissen wird, und es ist auch sehr sinnvoll, dass an dieser Stelle eine Turnhalle, eine neue Sporthalle errichtet wird. Wir haben einen Ergänzungsantrag und einen neuen Punkt 6 deswegen erwogen. Wir werden in naher Zukunft, und wir sind ja alle Optimisten und zuversichtlich, wir werden in naher Zukunft in Prolis das neue Berufsschulzentrum Elektrotechnik errichten. Und wenn wir dieses Berufsschulzentrum Elektrotechnik errichten, dann tun wir das und bauen dort gleichzeitig auch noch eine Vierfeldturnhalle mit hin. Warum machen wir das? Warum ist das geplant? Weil wir wissen, dass wir in diesem Stadtteil ein Defizit an Sporthallenkapazitäten haben. Und genau dieses Defizit hat uns erwogen, einen Antrag zur Ergänzung zu stellen, welcher aufnimmt, dass die Bestandsturnhalle noch so lange, bis die Turnhallen im Berufsschulzentrum übergeben werden, in Betrieb bleibt, insoweit das wirtschaftlich noch sinnvoll ist. Wenn die Bauschäden oder Nutzungsbeeinträchtigungen so groß sind, dass man es nicht mehr wirtschaftlich machen kann, dann soll diese auch schon eher abgerissen werden. Wir wollen aber den Sportverein in Prolis und Umgebung ermöglichen, diese Hallenkapazität dort noch weiter zu nutzen. Die CDU findet unsere Idee ganz toll und hat einen ähnlich lautenden, etwas umfassenderen Antrag gestellt, in dem im Wesentlichen das Gleiche drinsteht wie bei uns, bloß mit wesentlich mehr Worten. Ich habe bei Weitem nicht so viele Blumen verwandt. Die kriegt meine Frau, nicht der Antrag. Aber ich bitte darum, dass Sie unserem kurzen und knappen Antrag, der inhaltlich dasselbe sagt wie der Antrag der CDU, zustimmen. Sollte es von unserer Seite her oder zu unserem Antrag keine Zustimmung, keine Mehrheit bekommen, würden wir den Antrag der CDU mittragen. Vielen Dank. Wir kommen zur Einbringung des zweiten Antrages. Herr Schmidt, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde den Antrag einbringen und gleichzeitig die Fraktionsrunde mit erledigen, damit wir uns den weiteren Redebeitrag sparen. Der OB hat es heute in seiner Eröffnungsrede schon oder in seinem Eingangsstatement schon gesagt. Der Fokus liegt in den nächsten Monaten, nächsten Jahren auf den sogenannten benachteiligten Stadtteilen in dieser Stadt. Und deswegen ist jede Investition, die wir in Prolis tätigen, eine gute Investition. Nach dem Neubau der Schwimmhalle, die morgen eröffnet werden soll, ist diese Turnhalle ein weiterer Meilenstein für Prolis. Denn insbesondere die Jugend verdient in Prolis auch die besondere Aufmerksamkeit unserer Stadt. Wir haben in den vergangenen Monaten, oder vor 2 Jahren, glaube ich, war es, durch die Rangnick-Stiftung bereits dort auf dem Schulgelände einen Spielplatz finanziert bekommen. Auch das Engagement sollten wir als Stadtrat mal würdigen, deswegen erwähne ich das an dieser Stelle. Es gibt zudem den Wunsch des Stadtbezirksbeirates, entgegen der Planung der Verwaltung, das Schulverwaltungsamt hat in der Vorlage ausdrücklich darum gebeten, diese Außenflächen, beziehungsweise die Freiflächen und das Kleinspielfeld nicht der öffentlichen Nutzung freizugeben. Wir haben im Stadtbezirksbeirat
den Wunsch geäußert, dass wir das für die Jugend, und also für die Öffentlichkeit, insbesondere für die Jugend, explizit freigeben wollen. Das ist als ein Beschlusspunkt hinzugefügt worden in den Ausschüssen. Dafür bin ich dankbar allen Kollegen, die das im Ausschuss mit bestätigt haben. Jetzt gab es von den Freien Wählern gestern die Ankündigung, dass es einen Ergänzungsantrag geben soll, der uns heute erst per Text oder als Text vorlag, deswegen unsere Vorlage nun jetzt als Tischvorlage. Grundsätzlich finde ich das Ansinnen nachvollziehbar, dass wir die alte Turnhalle dort auch stehen lassen, um dem Vereinssport vielleicht eine Möglichkeit zu geben. Ich sage ganz deutlich, mir ist bisher nicht bekannt, dass der Geschäftsbereich von Herrn Dr. Lames bzw. der Eigenbetrieb Sport da entsprechenden Bedarf angemeldet hat, weil die müssten diese Sporthalle übernehmen. Vielleicht gibt es den Bedarf, dann wäre das der Zeitpunkt für den entsprechenden Bürgermeister, das auch mal mit kundzutun. Zudem ist es schwierig aus meiner Sicht, wenn wir diese Turnhalle, wenn wir es jetzt so beschließen, wie es der Antrag der Freien Wähler sagt, wir haben eine Finanzierung, die zu wesentlichen Teilen aus Fördermitteln besteht. Und wenn wir diesen Abriss dieser Turnhalle und damit auch die Neugestaltung der Außenanlagen auf einige Zeit noch verschieben, dann haben wir möglicherweise eine fördermittelschädliche Verwendung oder eine fördermittelschädliche Maßnahme. Und deswegen habe ich mit dem Bürgermeister für Bildung abgestimmt, dass wir den Antrag zumindest so formulieren, dass wir sagen, wir lassen das mal prüfen. Die Verwaltung wird uns bis zur nächsten Ausschusssitzung im November berichten, ob das funktionieren würde mit der Turnhalle. Und deswegen ist unser Antrag, den ich mit der SPD-Fraktion gemeinsam eingereicht habe, ist jetzt darauf ausgerichtet, dass wir es erstmal prüfen lassen. Und zudem die Erweiterung, die vielen Blumen, von denen Herr Nitsche gesprochen hat, betreffen möglicherweise den Punkt 7, den wir noch mal reingenommen haben, nämlich, Sie haben es gerade schon erwähnt, Kollege Nitsche, die Turnhalle für das Berufsschulzentrum auf der Boxberger Straße, was entstehen soll, haben wir im Stadtrat im Mai beschlossen, dass die Turnhalle vorgezogen werden soll, wenn es denn möglich ist. Wir haben dazu in der Beschlusskontrolle die vor einigen Tagen gekommen ist, keine Aussagen bekommen. Die Beschlusskontrolle endet beim Punkt 9. Es gab in dem Beschluss aber noch einen Punkt 10 und 11. Und deswegen bekräftigen wir mit unserem Ersetzungsantrag nochmal diesen Beschluss vom Mai und fordern aber den OB auf, uns bis zum 31.12. entsprechend zu berichten, damit es in der nächsten Beschlusskontrolle nicht wieder fehlt. Das ist der Ersetzungsantrag, weil wir wollen damit, also wir setzen quasi unseren Ersetzungsantrag auf den Änderungs- oder Ergänzungsantrag der Freien Wähler drauf. Also keine zusätzliche Ergänzung, sondern wir würden den Freien Wählerantrag ersetzen wollen. Das ist, wie gesagt, der Antrag CDU und SPD-Fraktion. Dafür bitte ich um Zustimmung und dann bitte ich um Zustimmung zur Gesamtvorlage, damit wir zügig mit dem Bau in Prohlis beginnen können. Vielen Dank. So, damit sind erstmal die Änderungsanträge eingebracht. Wir kommen in die Diskussion. Eine Wortmeldung habe ich bisher signalisiert bekommen, Herr Schulz. Eins, zwei, drei, jetzt. Wir möchten auch gerne noch mal eine Ergänzung bringen, dann, und zwar also in Punkt 8, wenn der Ersetzungsantrag von CDU, SPD jetzt noch mal durchgeht. Wir würden gerne beantragen, der Gemeinschaftsgarten und das damit verbundene Kleinbiotop sollen unverändert erhalten bleiben, zur Begründung in unmittelbarer Nachbarschaft von dem Schulgelände bis in den letzten Jahren dann. Wir haben es auch heute ja schon mit dem Ehrenamt auch schon sehr gehabt, in wirklich hunderten Stunden ehrenamtlicher Tätigkeit ein interkultureller Gemeinschaftsgarten entstanden. Bisher sind auch dort Planungen dann, die eventuell bis an diese Grundstücksgrenze herangehen. Wir würden gerne auch aus der Erfahrung heraus dann, wie es auf der Leisninger Straße mit den Aprikosengärten geschehen ist, dann, die sind noch sehr, sehr stark dann sozusagen reduziert worden, das möglichst an dieser Stelle verhindern. Dieser interkulturelle Gemeinschaftsgarten ist auch ein wichtiger Ort in dem Ortsamtsbereich dann von Inklusion und Interkulturalität dann, den wir möglichst gerne dann unverändert so auch erhalten haben möchten dann und bitten um Zustimmung für diese Ergänzung. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen, bitte schön, Herr Brühl. Verehrter Oberbürgermeister, also ich finde das, was wir gerade machen, hochgradig unprofessionell. Wir haben heute Mittag den Änderungsantrag der Freien Wähler bekommen, haben dann nach der Pause, logischerweise ging es auch nicht eher, das gebe ich zu, diesen Ersetzungsantrag der CDU und der SPD bekommen und sollen nun
flitzflatz darüber entscheiden. Eigentlich müsste ich jetzt hier und heute beantragen, eine Rücküberweisung in den Ausschuss. Ja, dann kommt jetzt auch noch der kurzfristige Antrag von Herrn Schulze. Naja, bei Ihnen ist es relativ einfach. Die Frau Müller hat mir ja gerade gesagt, wie ich entscheiden muss. Also ich hätte gern ganz kurz zu diesen Anträgen noch eine Stellungnahme der Verwaltung. Und mit Blick darauf, dass wir dringend diese Turnhalle brauchen, verzichte ich jetzt darauf, diesen Antrag, den ich vorhin sagte, auf Rücküberweisung zu stellen. Aber ich möchte das ganze Verfahren, also wie das hier abgeht, das finde ich nicht in Ordnung, hochgradig unprofessionell. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Dann würde ich beim Abstimmungsverfahren wie folgt vorgehen. Ich halte den Ersetzungsantrag CDU-SPD für den weitergehenden. Den würde ich zunächst abstimmen. Bekommt er keine Mehrheit, würde ich dann den von den Freien Wählern hineinbringen. Und Bürgermeister, ich hatte noch um eine Stellungnahme der Verwaltung, also vielleicht von Herrn Dönhauser gebeten. Und dann am Ende der Tage haben wir noch einen zusätzlichen Punkt, den Herr Schulze gerade eingebracht hat, noch zu ergänzen. Den würde ich danach separat abstimmen. Jetzt war Herr Dönhauser gewünscht und dann sind Sie, Herr Nitschandere. Ja, vielleicht von meiner Seite noch mal zwei Dinge. Ich würde mich jetzt mal der Bewertung enthalten, was der Stadtrat so an professionellen oder unprofessionellen Sachen, das gilt auch für die AfD-Fraktion, in diversen Stadtratssitzungen hier machte oder nicht machen, zurückhalten. Fakt ist eins, das müssen wir natürlich als Verwaltung anerkennen, dass jede Fraktion es frei ist, bis zur Abstimmung Anträge zu stellen oder keine Anträge zu stellen. Die Anträge, die gestellt worden sind, muss ich ganz ehrlich sagen, von der Bewertung her, wir werden durchaus noch mal prüfen, ob wir die Bestandssporthalle stehen lassen können, obgleich ich natürlich auch deutlich sage, dass wir, wenn es darum geht, Fördermittel, die bisher geplant sind, auch für die Herstellung der Außenfreiflächen nicht über 2023 geschoben werden können. Das wird ein ganz klares Kriterium sein, wo wir dann im Ausschuss am 9.11. berichten werden. Ich denke, alle haben das Interesse, was die Boxberger Straße und die Errichtung der Vierfeldsporthalle angeht, dass wir dort schnell vorangehen können. Im Übrigen kann ich hier bekannt geben, dass das Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung dran ist, dort zu schauen, ob man vor der Errichtung des BZET die Vierfeldsporthalle hinbekommt. Also insofern jetzt auch nicht das, was diese Vorlage behindern würde, beziehungsweise was dort ein Hindernis darstellen könnte. Und was den Garten angeht, könnte ich jetzt auch sagen, aber da bin ich auch, sage ich mal, entspannt bei der Geschichte. Hätten wir auch mal im Ausschuss bereden können, haben wir jetzt nicht beredet, aber durchaus können wir dort auch noch mal schauen, ob das behindert oder inwieweit dieser Garten entsprechend erhalten werden kann. Und deswegen will ich noch mal ganz deutlich sagen, ich bin 11 Jahre oder jetzt 12 Jahre hier in dem Stadtrat dabei. Das ist nichts Ungewöhnliches, was gerade passiert. Und deswegen ist es richtig, was Herr Breuer sagt. Deswegen müssen wir die Vorlage nicht in den Ausschuss zurücküberweisen, sondern wir sollten aus meiner Sicht jetzt einfach drüber abstimmen. So, Herr Nitsche. Ja, ich hätte jetzt noch eine technische Frage zum Ablauf der Abstimmung. Der Ersetzungsantrag zum Ergänzungsantrag unserer Fraktion, den die CDU und die SPD gestellt haben, bedingt ja eigentlich, und das sagt ja auch der Name, dass unser Antrag zuerst angenommen worden ist, weil erst soll dieser ja ersetzt werden. Also entweder CDU und SPD stellen jetzt den eigenständigen Ergänzungsantrag, wahrscheinlich haben sie das auch so gemeint, in den Punkten 6 und 7, oder nicht, dann müssten wir erstmal über unseren Antrag abstimmen, müssen sozusagen mit dem Punkt 6 erweitern und erst dann kann das wiederum ersetzt werden. Das halte ich für möglich, technisch, aber für ziemlich umständlich. Das ist das eine. Und das andere ist, in meiner Meinung nach, ist unser Antrag der weitestgehendere, der weitergehendere und müsste demzufolge als erster abgestimmt werden. Also, erstens immer mir gut zuhören, wenn ich versuche, das Abstimmungsverfahren zu erklären, weil ich häufig heile, wenn eben jetzt von dem, ob das jetzt ein
Ersetzungs-, Ergänzungsantrag und so weiter, das manchmal nicht ganz sauber und richtig formuliert ist. Es sind beides Ergänzungsanträge, sowohl der Ihrige wie derjenige von CDU und SPD zum eigentlichen federführenden Ausschussbericht. Und in der Gesamtheit des Antrages in den Punkten 6 und 7, der ja vorliegt, habe ich aus meiner Sicht den Antrag CDU und SPD als den weitergehenden gesehen in der Gesamtkomplex. Deswegen würde ich ihn zuerst abstimmen. Damit ist der von den Freien Wählern obsolet. Und dann gibt es einen weiteren Ergänzungsantrag, der von Bündnis 90 Grünen, Herrn Schulze, eingebrachten. Den würde ich dann noch hin dran und da wird man in die komplexe Gesamtabstimmung kommen. So war das Vorgehen, wie ich es vor uns erläutert habe und jetzt nochmal wiederholt habe. So, meine Damen und Herren, dann darf ich jetzt, wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, jetzt zur Abstimmung schreiten. Wer dem Ergänzungsantrag eingebracht von CDU und SPD mit den Punkten 6 und 7 seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Das ist die weit überwältigende Mehrheit, wäre damit angenommen. Dann haben wir noch den Ergänzungsantrag von Herrn Schulze. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen? Ersteres war die deutliche Mehrheit, wäre damit auch aufgenommen. Und dann kämen wir zur Schlussabstimmung über den so ergänzten federführenden Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltungen. Dann sind wir wieder mal einstimmig unterwegs und haben wie viele Stimmen? 64 Ja-Stimmen und werden das so beschlossen. Damit